Herzlich willkommen heute am Internationalen Museumstag hier im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Johanna von Raumer und ich werde Sie heute ein bisschen hier durch unsere Seele führen. Zuerst werden wir hier im Saal der heimischen Natur sein und später werden wir noch rüber in den Insektensaal gehen. Dort werde ich Ihnen Arten vorstellen. Und alle Arten, die ich Ihnen heute vorstellen mag, die haben eins gemeinsam. Die sind tierische Baumeister, sind Architekten, sind Ingenieure, bauen tolle Bauten, schaffen Landschaften. Und in der Biologie nennt man eben Arten, die einen besonderen Einfluss auf ihre Umwelt haben und Lebensräume schaffen, erhalten oder zerstören, die nennt man Ökosystemingenieure. Natürlich hat jeder Organismus auf die eine oder andere Art einen Einfluss auf seine Umwelt. Sogenannte Ökosystemingenieure haben dabei einen recht großen Einfluss, beeinflussen die Artenvielfalt. Und durch den Wegfall von den Ökosystemingenieuren würde eben auch dieser ganze Lebensraum mit der Artenvielfalt sich verändern und zurückgehen. Als allererstes möchte ich Ihnen eine Art vorstellen, die praktisch die Paradeart ist für einen Ökosystemingenieur, und zwar den Biber. Eins habe ich noch vergessen zu sagen, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die einfach in die Kommentare schreiben und meine Kollegin wird die mir dann stellen und dann hoffe ich, dass ich die beantworten kann. Das ist der europäische Biber. Der war hier bei uns in Deutschland einmal fast ausgestorben. Dieses Exemplar, das Präparat, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns ans Haus gekommen und zu dem Zeitpunkt waren Biber in Deutschland ziemlich selten. Seitdem ist das bei uns und falls Sie sich jetzt über die Farbe dieses Bibers wundern, der hat schon ein bisschen unter dem Licht gelitten und ist deshalb ein bisschen ausgebleicht. Mittlerweile hat sich die Biberpopulation in Deutschland wieder ziemlich erholt. Es gibt mittlerweile 35.000 Individuen. Das hat man geschafft, indem man Lebensräume geschaffen hat, indem man Auswilderungen von Bibern gemacht hat und auch indem man eben die Bejagung eingeschränkt hat oder verboten hat. Der Biber, der ist hier in unserem Diorama auch gerade dabei, das zu tun, was ihn zu einem Baumeister macht. Denn er kann ziemlich gut Bäume fällen, also bis zu einem Meter Durchmesser kann so ein Baum haben und er kriegt den noch durchgenagt. Das macht der Biber vor allem, um an Nahrung zu kommen. Also er frisst gerne die Blätter und die jungen Triebe. Und im Winter ernährt er sich von der Rinde. Und den Baum, den natürlich, der stirbt dann erstmal ab, aber Biber kommen eben an Flüssen vor und fällen dort häufig Weichholzarten, das heißt Weiden oder Pappeln. Und diese Baumarten können sehr gut wieder neu austreiben. Das wichtigste Werkzeug von dem Biber, das sind nämlich jetzt seine Zähne, mit denen er die Bäume fällen kann. Ich habe Ihnen jetzt mal einen Schädel mitgebracht, wo wir uns die Zähne ein bisschen näher angucken können. Der Biber ist ein Nagetier, das heißt, seine Zähne, die wachsen immer wieder nach. Es ist nicht so wie bei uns Menschen, dass sich die Zähne irgendwann abnutzen würde. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum das so rot hier außen ist, der hat nicht etwa schlecht geputzte Zähne, sondern das ist eingelagertes Eisenoxid. Das macht die Zähne außen stabiler, also ziemlich hart. Und von innen ist das ganz normaler Zahnschmelz, der nutzt sich mit der Zeit ab. Und das heißt, beim Zubeißen schärft der Biber seine Zähne immer wieder nach. Also wie so ein Messerschleifgerät funktioniert das. Und dadurch ist er so ein guter Bäumefäller. Biber, die leben, wie gesagt, an Flussauen. Und dort bauen sie sich aus Ästen sogenannte Biberburgen. Ich habe hier mal eine Abbildung mitgebracht. Genau, das macht ihn zu einem tollen Architekten. Und was jetzt hier auffällt, ist, die Eingänge, die befinden sich immer unter Wasser. Also er kann unter Wasser in die Biberburg rein, dort sitzt er im Trockenen und ist somit ziemlich gut vor Feinden geschützt. Jetzt ist es natürlich oft so, dass Flüsse im Sommer ein bisschen weniger Wasser führen. Und um zu verhindern, dass die Eingänge dann plötzlich über Wasser werden, baut der Biber Dämme. Also das heißt, Biberburg und Biberdamm, das sind unterschiedliche Sachen. In der Biberburg wohnt er
und den Damm nutzt er, um das Wasser aufzustauen und sogenannte Biberteiche zu schaffen. Den größten Biberdamm, den man gefunden hat, der befindet sich im Wood Buffalo Nationalpark, in Kanada ist das, und der ist 850 Meter lang. Den hat man zufällig auf Satellitenaufnahmen entdeckt. Und seit den 70er Jahren sind dort Biber-Generationen am Bau. Und jetzt sieht man hier auch schon, der ist nicht einfach nur ein Architekt von Biberdämmen, sondern er schafft damit eben ganz andere Landschaften. Also man sieht, hier ist der Biberdamm. Und hier die ganze Fläche, da sind Wasserflächen, da sind Offenlandflächen. Die ist eben entstanden dadurch, dass der Biber den Damm gebaut hat. Vorher war eben einfach nur ein Wald da. Und das heißt, so hat er zum einen die Landschaft ein bisschen vielfältiger gemacht und hat eben den anderen Arten die Möglichkeit gegeben, sich dort anzusiedeln. Also beispielsweise ganz viele Pflanzenarten, die lichtliebend sind, können jetzt kommen. Ganz viele Fischarten können in dem Teich leben. Insekten können dort ihre Larven ablegen. Und wo viele Insekten sind, sind natürlich auch viele Fledermäuse unterwegs, aber auch viele Vögel. Also insgesamt findet man in Landschaften mit Bibern eine höhere Artenvielfalt. In Deutschland ist der Biber immer noch ein bisschen gefährdet. Also die häufigste Todesursache von Bibern ist der Straßenverkehr. Unsere Landschaft hier ist halt ziemlich zersiedelt. Oftmals fehlen geeignete Auenlebensräume. Da geht die Landwirtschaft bis an den Fluss hinan. Und das kommt natürlich dann auch zu Konflikten mit Landwirten. Also so ein Biber, der frisst natürlich dann auch gern mal Zuckerrüben oder Mais. Und dort müssen lokal dann Bibermanager eingreifen und eben Entschädigungen bezahlen an die Landwirte. Von diesem Architekten des Wassers möchten wir jetzt mal weitergehen zu einer Art des Waldes, zu unserem Rothirsch. Der Rothirsch ist nicht unbedingt eine Art, die ursprünglich im Wald vorkommt, sondern er mag eigentlich sehr gerne auch Offenlandflächen, offene Landschaften. Aber bei uns in Deutschland sind die offenen Landschaften eben schon durch den Menschen besetzt praktisch. Und die Wälder sind die einzigen Rückzugsorte, wo er noch Landschaften findet, in denen er vorkommen kann. Allerdings darf er in Baden-Württemberg auch nicht überall einfach vorkommen. Also es gibt bei uns 5 Gebiete, die Rothirschgebiete sind. Und dort darf der Rothirsch nicht bejagt werden. Und in den anderen Gebieten wird er bejagt. Denn der Grund dafür ist, dass er sehr gerne Knospen von Nadelbäumen isst. Er verbeißt die Bäume und das freut natürlich die Förster nicht. Also man hat Angst um die Forstwirtschaft und deshalb kommt er nur in den bestimmten vorgesehenen Gebieten vor. Aber das, was nun die Förster jetzt stört, das freut die anderen, und zwar die Natur. Also dadurch, dass er Bäume zerbeißt, schafft er Offenlandflächen. Also er ist sozusagen ein Landschaftspfleger. Die Bäume wachsen dort buschiger, weil sie ständig verbissen werden. Da können sich Vogelarten ansiedeln, ihre Nester bauen, wieder ganz viele lichtliebende Pflanzenarten kommen. Und die Diversität ist eben in so einer mosaikreichen Waldoffenlandfläche viel höher als in einem einfachen dunklen Nadelwald. Das können Sie sich bestimmt vorstellen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Hirsch dazu beiträgt, dass sich Arten verbreiten. Das Prinzip nennt man Zookorie. Also dadurch, dass er Pflanzen frisst und die Samen unbeschadet seinen Magen durchstehen und wieder sozusagen mit einer nährhaften Mischung von Kot wieder ausgeschieden werden, können sich Pflanzenarten weit verbreiten. Das heißt, die Pflanzenarten können sich auch genetisch mit anderen Pflanzen aus anderen Gebieten durchmischen. Und in seinem Fell kann er auch sehr gut Samen transportieren.
Also insgesamt eben ein Landschaftspfleger, der zur Artenvielfalt in Wäldern beitragen kann. So, zu einer anderen Art, die auch in unseren Wäldern vorkommt, möchten wir jetzt gehen. Das ist der Buntspecht. Der ist bei uns recht häufig. Der kommt auch in Parks und in Gärten vor. Mag auch sehr gerne Wälder mit sehr viel Totholz, wo er viel Nahrung findet. Das, was Sie jetzt hier sehen, das ist das Weibchen. Und die Männchen, die erkennt man daran, dass sie im Nacken noch einen roten Fleck haben. Das Männchen, das ist das, der andere an dem Baumstamm. Und die Jungvögel, die haben alle so eine rote Haube auf dem Kopf. Das wichtigste Werkzeug dieses Baumeisters ist natürlich sein Schnabel. Der hat dreierlei Funktionen. Also zum einen nutzt er ihn zur Kommunikation. Also Spechte trommeln, um ihr Revier zu verteidigen oder Weibchen anzulocken und somit mit anderen Individuen zu kommunizieren. Dann nutzt er den Schnabel natürlich auch zur Nahrungsaufnahme. Also er frisst gerne Insektenlarven oder auch Insekten, die auf der Rinde sitzen oder unter der Rinde. Er ist auch ein sehr großer Freund von Borkenkäfern. Das heißt, wo sich die Forstwirtschaft ärgert, freut sich der Buntspecht und hilft bei der Schädlingsbekämpfung. Und die dritte Funktion des Schnabels ist sein Höhlenbau. So ein Buntspecht, der baut jedes Jahr eine neue Höhle. Die nutzt er als Bruthöhle, die neue Höhle. Und die Höhle des Vorjahres nutzt er dann als Schlafhöhle. Und wenn Sie sich jetzt mal das angucken, die ist ja relativ groß im Vergleich zu so einem kleinen Specht. Er braucht dafür allerdings nur 3 bis 4 Wochen. Und beim Höhlenbau, da schlägt er mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer auf den Baum ein. Das ungefähr 12.000 Mal am Tag. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 12.000 Mal mit einem Auto mit 25 Stundenkilometern gegen eine Wand fahren, hätten wir Menschen ein Schleudertrauma oder zumindest ziemlich starke Kopfschmerzen. Der Specht allerdings ist so gebaut, dass ihm das gar nichts ausmacht, denn der hat verschiedene Systeme, die dazu beitragen, dass er keine Gehirnerschütterung kriegt. Also als erstes einmal, dass das Gehirn sehr eng im Schädel sitzt. Also bei uns Menschen befindet sich ja eine Flüssigkeit zwischen Schädeldecke und Gehirn. Und wenn wir den Kopf aufschlagen auf den Boden zum Beispiel, dann würde das Gehirn eben in Schwingung kommen und an die Schädeldecke prallen. Beim Specht sitzt das sehr viel fester da drin, ohne Flüssigkeit außenrum. Das andere ist, dass er beim Aufprall alle Muskeln anspannt, die Augen schließt und die Nackenmuskulatur anspannt. Und das andere ist, das ist ein Stoßdämpfersystem aus dem Zungenbein. Also das sehen Sie hier, das ist eigentlich dazu da, um seine richtig lange Zunge auszufahren und an die Nahrung zu kommen. Ist allerdings auch ein guter Stoßdämpfer, denn beim Aufprall wird der Schwung einmal um den Schädel rumgeleitet. Also es sitzt über der Schädeldecke praktisch und so wird der Schwung nicht direkt auf den Schädel übertragen. Genau. Er ist nicht einfach nur ein toller Architekt, der großartige Höhlen baut, sondern auch ein sozialer Wohnungsbauer, denn er baut, wie gesagt, jedes Jahr eine neue Höhle. Das heißt, dann würden ja ziemlich viele Spechthöhlen im Wald einfach leer stehen. Das ist allerdings so, dass ganz viele andere Tiere danach diese Höhlen nutzen, die leer stehen. Also zum Beispiel Meisen oder Kleiber, die brüten sehr gerne in verlassenen Spechthöhlen, aber auch mal Eichhörnchen bauen da drin ihren Kobel. Und Fledermäuse sind sehr große Fans von Spechthöhlen, also der große Abendsegler ist eine Fledermaus beispielsweise, der ist darauf angewiesen, dass er Spechthöhlen im Wald findet. Von den größeren Spechten, wie dem Schwarzspecht,
werden die Höhlen auch gerne mal von Schellenten oder Hulltauben benutzt, also Arten, die auch nicht so häufig bei uns vorkommen. Das heißt, Spechte sind insgesamt Ökosystemingenieure, die dafür sorgen, dass andere Lebensraum finden. Genau. Jetzt reisen wir einmal von Mitteleuropa um den ganzen Globus nach Südamerika. Dazu müssen wir einmal durch unseren Afrikasaal durch. Und kommen jetzt zu einer Insektenart, die in Zentral- und Südamerika lebt, den Blattschneiderameisen. Und das, was Sie hier jetzt alles sehen, das sind eben Röhren und Kammern, die befinden sich in der Natur nicht oberirdisch, sondern unterirdisch. Also das ist jetzt hier bei uns im Museum natürlich so gebaut, dass Sie das gut erkennen können und die Ameisen gut sehen können. In der Natur befindet sich das alles unterirdisch. Bis auf natürlich die Futterkammer, die meine Kollegin da gerade filmt. Da sehen Sie nämlich auch schon, was Blattschneiderameisen am liebsten machen, nämlich Blätter schneiden. Dazu haben sie sehr gut ausgebaute Mundwerkzeuge, die Mandibel. Und diese Blätter, die transportieren sie dann eben durch die Röhren in ihren Bau. Und man könnte ja jetzt meinen, die Blätter sind das Futter von den Ameisen, aber so ist das nicht. Die betreiben eine kleine Landwirtschaft unterirdisch, denn sie bauen einen Pilz an, der eben auf zerkautem Pflanzenmaterial wächst. Das ist ein Egerschirmling, eine Pilzart, und die Ameisen selbst ernähren sich dann von dem Pilz. Und dieser Pilz befindet sich eben in speziellen Kammern unterirdisch, aber auch in den Röhren. Und was für Ausmaße das annehmen kann, das können Sie hier mal auf diesem Bild sehen. Also es kann so bis zu 7-8 Meter tief sein und so ungefähr 30 Quadratmeter groß. Und dort haben Forscher in Brasilien das Nest mit Beton ausgegossen und das ausgegraben, um mal zu schauen, wie groß das überhaupt ist. Und da befinden sich eben Röhren, die nach außen zur Futtersuche gehen, aber auch Röhren, die nach außen gehen, um dieses ganze System zu belüften. Und in den Kammern, in denen der Pilz angebaut wird, werden auch die Eier ausgebrütet. Die Blattschneiderameisen, das sind soziale Insekten. Das heißt, die haben einen Staat, der regiert wird von einer Königin, und haben ganz viele Arbeiterinnen, die praktisch alle die Töchter von der Königin sind. Das heißt, die einzige Ameise, die Eier legt, ist die Königin. Sie sind alle Geschwister praktisch. Und die anderen sind alles Arbeiterinnen, also alle weiblich auch, und die haben eine Arbeitsteilung. Ihnen ist bestimmt aufgefallen, es gibt Ameisen, die sind viel, viel kleiner als andere. Das liegt daran, dass eben jede Ameise ihre eigene Aufgabe hat. Die größten Ameisen neben der Königin, die vorkommen, das sind die Soldatinnen. Die sind dafür zuständig, die Kolonie zu verteidigen gegen Feinde. Blattschneiderameisen haben nämlich keinen Stachel mehr wie andere Ameisen, sondern haben ausgebildete Beißwerkzeuge, mit denen sie kräftig zubeißen können. Und diese Blattschneiderameisen haben eigentlich sonst auch in der Natur kaum noch Feinde, also nur noch eine andere Ameisenart, die denen gefährlich werden können. Sie sind ziemlich wehrhaft. Dann gibt es wiederum andere Ameisen, deren Aufgabe es ist, die Blätter zu schneiden und rein zu transportieren.
Wieder andere sind dafür da, sich nur um diesen Pilz zu kümmern und ihn zu pflegen, also von fremden Pilzsporen zu befreien, von Parasiten zu befreien. Und wiederum andere sind dafür da, diesen Blattbrei aus den Blättern zu zerkauen. Und es gibt auch spezielle Ameisen, die sich nur um die Eier und die Larven kümmern und die pflegen und versorgen. So eine Kolonie von Blattschneiderameisen kann in der Natur so 4-5 Millionen Individuen haben und kann so ungefähr 20 Jahre alt werden, also das heißt so alt, wie die Königin ist. Unsere Königin hier, die ist ungefähr 8 Jahre alt, also hat hoffentlich noch eine Weile zu leben. Und in der Natur vermehrt sich die Kolonie einmal im Jahr. Das heißt, da legt die Königin nicht Eier, aus denen Arbeiterinnen schlüpfen, sondern sie legt zum einen unbefruchtete Eier, aus denen Männchen schlüpfen, und befruchtete Eier, aus denen jungfräuliche Königinnen schlüpfen. Und diese Männchen und diese neuen Königinnen, die haben beide Flügel und verlassen dann beide das Nest. Die Königinnen, die nehmen sich vorher noch ein bisschen von dem Pilz mit, verstauen den in so einer speziellen Backentasche und fliegen dann aus und paaren sich eben mit Männchen aus einer anderen Kolonie. Dabei paart sich so eine Königin so mit bis zu 8 Männchen und sie bewahrt die ganzen Samen auf. Also die Spermien werden auch in einem speziellen Organ gespeichert. Das heißt, nach diesem einen Hochzeitsflug muss sich die Königin nie wieder paaren und hat für Lebzeit genug Spermien gesammelt, um eben diese ganzen Arbeiterinnen dann zu produzieren. Also nach der Paarung vergräbt sich dann die Königin, die neue, verliert ihre Flügel und fängt an, eben aus diesem mitgebrachten Pilz und Erde ein bisschen neuen Pilz zu züchten und Eier zu legen und die Kolonie zu starten. Allerdings ist es natürlich sehr schwierig, von Null anzufangen, ohne Soldaten, ohne ein Verteidigungssystem, weshalb auch viele Kolonien gar nicht erst ausgewachsen werden, sondern nur ein ganz kleiner Bruchteil von den geschlüpften jungfräulichen Königinnen dann auch erfolgreich ist. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht jetzt diese Ameisen nicht nur zu spektakulären Architekten, die große Systeme bauen, sondern zu richtigen Ökosystemingenieuren. Und zwar sind die in Südamerika ziemlich wichtige Pflanzenfresser. Also die Rolle, die bei uns in den Wäldern Hirsche einnehmen, die nehmen die Blattschneiderameisen dort in den Wäldern ein. Denn dadurch, dass sie so viel Pflanzenmaterial fressen, schaffen sie auch wieder lichte Stellen im Wald. Und sie können ungefähr an einem Tag so viel fressen wie eine Kuh. Also die Kolonie frisst ungefähr genauso viel wie eine Kuh. Und mit diesem Pflanzenmaterial, das fressen sie ja nicht nur, sondern sie verarbeiten das auch. Sie bringen die Nährstoffe wieder unter die Erde und graben sehr viel Erde um, weshalb sie wieder dafür sorgen, dass Nährstoffe für Pflanzen wieder verfügbar gemacht sind, also dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Und am Ende ihres Lebens hat so eine Blattschneiderameisenkolonie ungefähr 40.000 Kilogramm Erde bewegt. Genau, also dieses kleine Insekt hat dann doch eine sehr große Wirkung auf ihr Ökosystem. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Insektenart zeigen, die bei uns in Deutschland und auch direkt in Karlsruhe vorkommt. Und zwar ist das der Eichenheldbock. Der Eichenheldbock ist unsere größte Bockkäferart und wie sein Name schon sagt, lebt er am liebsten auf Eichen oder ausschließlich auf Eichen. Hier an unserem Exponat, das ist in Originalgröße, also das heißt, so groß ist der Käfer auch. Die Larven können bis zu 10 cm lang werden. Die größte Zeit seines Lebens verbringt der Heldbock eigentlich als Larve. Also 5 Jahre lebt er als Larve, um dann 2 Monate lang als Käfer sich fortzupflanzen. Die Käfer legen dann unter die Rinde ihre Eier ab und
Daraus schlüpfen die Larven und die fressen sich dann Jahr für Jahr von außen nach innen einmal durch diese Eiche durch. Sie ernähren sich nicht von dem Holz, sondern von Pflanzensäften. Also sie brauchen Eichen, die noch am Leben sind, die schon alt und groß sind, aber noch nicht am Absterben sind. Das ist natürlich eine sehr spezielle Anforderung. Und durch ihre Fraßtätigkeit sieht so eine Eiche dann auch nach ein paar Jahren aus wie so ein Schweizer Käse. Freut natürlich nicht die, die das Holz nutzen wollen, weshalb der lange Zeit als Schädling angesehen wurde und bekämpft wurde. Auch sind diese sonnenexponierten großen alten Eichen nicht mehr sehr häufig oder stehen häufig zu weit auseinander, denn die Käfer fliegen nur so 3 Kilometer weit. Wenn sie da keine neue Eiche finden, haben sie natürlich auch keine neuen Lebensräume erschlossen. Das hat dazu geführt, dass der Käfer jetzt bei uns sehr, sehr selten ist. Der steht auf der FFH-Richtlinie, also der in der EU-Naturschutzrichtlinie, und sein Lebensraum wird sehr streng geschützt, also dort, wo er vorkommt. In Karlsruhe können Sie den auch finden, beziehungsweise können Sie solche Eichen finden. Die befinden sich einmal im Nymphengarten, hier direkt hinter unserem Museum, und auch im Fasanengarten hinter dem Schloss. Genau, und wenn Sie da mal vorbeigehen beim nächsten Spaziergang, dann sehen Sie auch schon, dass Sie da von außen an dem Holz ganz viele kleine Löcher sehen, wo der Käfer sich reingefressen hat, also die Larven. Ist natürlich jetzt auf den ersten Blick eine Art, die nichts erschafft, also kein Baumeister, sondern eher ein Abrisskommando. Allerdings ist das hier ähnlich wie beim Specht. Man hat festgestellt, dass diese Fraßgänge sehr gern von anderen Insektenlarven benutzt werden und dass dort, wo so eine alte Eiche schon sehr gut zerfressen wird und auch innen Hohlräume entstanden sind, dass dort sich Fledermäuse ansiedeln und das als Überwinterungsquartier benutzen. Das heißt, auch dort, wo der Eichenheldbock vorkommt, haben wir eine höhere Artenvielfalt, was ein weiterer Grund eben ist, um die Art zu schützen. So, ich hoffe, ich bin jetzt am Ende angekommen und ich hoffe, Ihnen hat die Führung gefallen. Also wir haben begonnen bei dem klassischen Baumeister, dem Biber, der wahnsinnig große Dämme bauen kann. Wir waren beim Rothirsch, der Offenlandflächen schafft und ein Landschaftspfleger ist. Wir waren beim sozialen Wohnungsbauer, dem Buntspecht, und haben einen Abstecher nach Südamerika zu unserem Blattschneiderameisen gemacht, um nun hier bei dem Eichenheldbock aus Karlsruhe wieder zu enden. Falls jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, will ich Sie noch daran erinnern, dass mein Kollege Alexander heute Nachmittag um 15 Uhr über Masseaussterbeereignisse in der Erdgeschichte berichten wird und euch den Urzeitsaal zeigen wird. Und ansonsten hoffe ich auch sehr, dass wir bald wieder öffnen können und Sie persönlich bei uns vorbeikommen können und die ganzen Exponate nochmal aus eigenen Augen sehen können. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!